Ja, hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Replay of the Week. Und eine Seltenheit passiert hier heute, denn im Replay of the Week sehen wir eine Arti. Das ist sehr, sehr selten und normalerweise gibt es nur einen Art-Replay in der Woche. Aber als ich diese Stats gesehen habe, dachte ich mir, da muss ich zuschlagen. Denn hier sehen wir die Su-8 auf der Karte Muruwanka. Ist hier Low-Tier, also 8er, 7er, 6er Gefecht. Jede Seite hat eine Arti. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie er die hier ausspielt, weil zumindest von den Daten her sieht diese Runde genial gut aus. Ein Schönheitspreis wird es, die Arti hier keinen Preis gewinnen, aber ich glaube, das soll sie ja auch nicht unbedingt. Man sitzt ja sowieso die ganze Zeit in der Richtschützenansicht drin. Okay. Bisschen fast gekuschelt. Und dementsprechend sieht man den Panzer sowieso nicht. Das ist also halb so wild. Jetzt schauen wir mal, was er hier so imstande ist zu reißen. Stellt sich hier auf K1 möglichst ganz ins Eck. Und positioniert sich. Und jetzt geht's auch gleich los. Hat hier auch wieder die Battle Assistant Mod. Wie gesagt, gibt's in jedem Modpack. Einfach nach Battle Assistant auch googeln, wenn ihr euch dafür interessiert. Jedes Mal kommt's immer unter Arti Replays vor, dass danach gefragt wird. Googelt's einfach, dann findet ihr das schon. Gibt's überall. IS-5, der hat, glaube ich, irgendwie so um die, ja, 300, 400 Schaden gemacht. Schade, dass er da nicht drauf geblieben ist. So, jetzt kriegt er aber gleich den Oho rein. Dahinter der Oni. Aber erstmal geht er jetzt auf den Oho. Ah, 267. Der VK, da wäre auch ein schönes Ziel. Da sieht man einfach, wie gut er hier auf die Gegner kommt. Also ich kann euch übrigens auch zum Thema Battle Assistant, also dieser Mod, hier sagen, ihr würdet genauso gut treffen, falls ihr diese Mod nicht hättet. So. Ah, der war natürlich mit 116 relativ low, der Hit. Jetzt lädt er hier seine anderen Granaten. Die Premium-Granaten. In dem Fall 700 Schaden mit 250 Durchschlag. Und das hier sind die ganz klassischen HE. Mal schauen, was er damit denn anstellen kann. Ja, sowas kann man damit anstellen. Den VK einfach mal das Munitionslager rausgewuppt. 1100 Schaden. Sehr, sehr schön. Da ist jetzt wieder, glaube ich, sehr gut für die Arti, dass es keinen Global Chat mehr gibt. Dass er jetzt sozusagen nicht geflamed werden kann vom VK, weil der wäre wahrscheinlich jetzt nicht in nettester Kommunikationslaune, schätze ich mal. Ja, und da sieht man, dieser Mod bringt nicht immer nur Vorteile, weil hier in dem Fall hat er jetzt mitten ins Haus geschossen. So will er ihn jetzt aber dann rausbekommen. Und da dürfte er zerstört werden. Genauso ist es. Zweiter Kill. Gerade die japanischen Panzer sind natürlich ein gefundenes Fressen für eine Arti. Das sieht man jedes Mal wieder. Auf den IS-5 kommt er nicht wirklich drauf. Der steht da sehr gut hinterhalb des Walls. Ja, wobei, wenn er da noch ein bisschen vorkäme. Der Uni. Ja, ich wollte gerade sagen, der Uni, der wartet ja eigentlich auch schon die ganze Zeit auf den Hit. Ja, schön seitlich. Ah, sehr schön. 678 Schaden. Sowas braucht man. Und wie gesagt, wenn man da seitlich so gut draufkommt, dann ist es ein Leckerschmecker. Gerade die japanischen Panzer einfach. Sie sind halt nicht zu übersehen. So muss man es einfach sagen. So, der IS-5, der will jetzt auch einen Hit abbekommen. Und da ist er weg, der IS-5. Dritter Kill. Oh ja, die Su, die steht ja auch super schön dort. Ja, die Hellcat auch nicht schlecht. Aber so kommt er jetzt nicht drauf. Ja, doch, jetzt geht's, ja! Und er nimmt auch die Hellcat raus. Vierter Kill.
letzte Premium-Granate. Der Oni ist da wieder nach vorne gerutscht. Einmal aufdecken, bitte. Komm schon, mach den auf. Ah, da wird der Skorpion G unten vom AMX 1357 rausgenommen. Da habe ich nämlich schon spekuliert, dass der den aufdeckt. Aber Pustekuchen. 7 zu 8. Knappes Gefecht. Da ist er. Auch da nochmal 763 Schaden. Jetzt braucht der KV4 nur noch einmal nachlegen, dann ist der schon raus. Ja, genau so ist es. So, die Su und der dicke Max da hinten. Und dafür hat er jetzt mit der Munition, glaube ich, viel Spaß, weil die stehen alle immer leicht schräg. Ah, Su hat da den KV4 rausgenommen. Schuss auf die Su, aber man sieht zumindest mal keine Zerstörung. So, jetzt macht er ein bisschen größer auf, dass er hier mal einen Überblick über die Karte bekommt. Wir sehen hier unglaublich viele Wracks auf diesem kleinen Areal. Da der Pershing, der VK. Der VK könnte sich als zielgleich erweisen. Der muss noch rechts rausluren. Aber das macht er leider nicht. Na, komm, komm, komm. Ja, ja, ja. Und Schuss ist raus. Sehr schön. Genau das hat er gebraucht. Genau zu der Seite hat er rausschauen müssen. Und er hat ihn dann im Gefallen auch getan und ist darüber geruppt. Auf dem Pershing kommt er aktuell nicht drauf. Der steht da immer noch hinterhalb des Walls. Da der Jagdpanzer. Auf den kommt er drauf. Bleib einfach so stehen, Freundchen. Die Arti hat erst 5 Kills. Die ist auch keine Bedrohung für dich. Er aimt ganz lange ein. Jetzt ist es eingeaimt. Und der Schuss hat getroffen. Die Frage ist natürlich nur, für wie viel. Aber der ist er sogar abgebrannt. Also er hat hier komplett wieder dem Jagdpanzer 600 Damage gedrückt. Und jetzt liegen sie 12 zu 10 vor. Er hat seinen Krieger geholt, gerade mit dem Kill. Ja, der... Ah, der hätte geklappt, wenn er da gestanden wäre, wo er war. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich glaube, auch langsam haben sie Respekt vor der Arti hier. Weil das, was er macht, ist einfach aberwitzig. So, jetzt haut er da ab. Und er versucht, den Fahrtweg so ein bisschen zu antizipieren. Schuss ist raus. Ah, schade, den haben wir jetzt nicht gesehen, ob der getroffen hat. Da war er leider schon wieder zu. Aber zumindest mal die Tendenz hat sehr, sehr stimmig ausgesehen. So, der SP1C, der macht sich jetzt da auf der 7er Linie Richtung Norden. Vielleicht auch mal hier die Arti holen. So, was ist da mit den anderen? Nee, der SP1C dreht da scheinbar wieder ab. Fährt nicht durch. Das hätte ich jetzt ehrlicherweise erwartet. Bei dem Stand hätte man auch durchfahren können. Ah, da sieht man der Pershing nicht getroffen. Immer noch von den Hitpoints genauso wie vorher. Jetzt komm, komm, komm. Nach Pershing. Nein, auch hier leider nicht. Der Pershing hat jetzt den SP rausgenommen. Wie gesagt, hätte ich an SPs Stelle ganz anders gemacht. Da wäre ich auf jeden Fall mal durchgefahren. Hätte geschaut, ob ich zumindest mal die Arti sehe und nicht so seitlich ranfahren. Nicht so smart. Gerade zu dem Zeitpunkt in dem Spiel kann man das gut und locker mal machen.
Damit wird es nur wieder unnötig knapp in der Runde. 12 zu 11 lediglich nur noch. So, jetzt geht die Su 122-44 ihrerseits auf Entdeckungstour, sag ich mal. Der IS-3, der ist da super low, also der hat auch kaum mehr Hitpoints. Bin ja gespannt, ob da die gegnerische Arti nochmal zuschlägt, aber bisher hat sie keinen einzigen Kill verbuchen können. Es kann natürlich sein, dass der Pershing hier versucht, genau das... Ah, da kettet er ihn. Leider kein dickerer Schaden. Ja, da macht die Arti zwar aufmerksam auf sich, aber das ist dann doch... Könnte natürlich auch die Su gewesen sein, aber... Ich vermute mal eher die Arti. So, da ist er wieder. Was macht die Su jetzt? Die versucht es da so ein bisschen. Oh, schöner Hit auf den Pershing von der Su. Oh, super toll. Da holt er sich den Kill, macht seinen siebten, steht kurz vor der Radley Walters und das mit einer Low-Tier-Arti. Phänomenal, was er hier an den Tag legt. Wahnsinn einfach nur. So. Hier jetzt Su gegen Su. Und da oben ist auch noch die Su unterwegs. Also ganz schön viele Sus hier im Spiel noch. Vier Stück gegen eine kleine arme Hummel. Ja. Da ist der deutsche Panzer ganz schön unterrepräsentiert, muss man mal sagen. Und hier den Kill wäre es für die Radley Walters. Da braucht er auch wirklich nur noch ein bisschen was annaschen, sag ich mal. Und er macht es tatsächlich, holt sich die Radley Walters. Wirklich phänomenal, sehr nice. Unglaublich, was er hier einfach aus dem Teil rausholt. Ja, und jetzt nur noch die Hummel am Leben. Also das Spiel sollte hier sich nicht mehr großartig verändern, schätze ich mal. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass er hier hinterm Busch steht, ist sehr, sehr hoch. Hat er jetzt mal blindlings hingeschossen. Keine Zerstörung. Aber man sieht, Schaden hat er gemacht. Sogar. Schade, dass er den Kill nicht auch geholt hat. Das wäre noch sozusagen das i-Tüpfelchen gewesen. Aber trotzdem, eine Wahnsinnsrunde. 6150 Schaden. 14 Penetrations. 14 Durchschläge in dem Fall. Und das mit einer 6er Arti. Besser kann es einfach nicht laufen. Und meines Erachtens ein ganz verdientes Replay of the Week. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.